zauberhaften Winternacht am 16. Dezember 2023 versammelte sich eine große Anzahl an Besuchern am wunderschönen Mondsee, um gemeinsam das einzigartige Spektakel des Christbaumtauchens zu erleben. Der Adventmarkt in Mondsee empfing die Gäste mit einer festlichen Atmosphäre, die durch lebendige Weihnachtsstände geprägt war. Hier konnten die Besucher nicht nur kulinarische Köstlichkeiten genießen, sondern auch die Vorfreude auf das bevorstehende Ereignis spüren. Die festliche Stimmung wurde von den Lorenzer Waisenbläsern begleitet, deren Live-Musik die Gäste bestens unterhielt. Weihnachtliche Dekorationen und die klare, kühle Winterluft trugen dazu bei, dass sich die Menschen voll und ganz auf die bevorstehenden Feierlichkeiten einlassen konnten. Mit Fackeln in der Hand machten sich die Besucher auf den Weg vom Adventmarkt hinunter zum Ufer des bezaubernden Mondsees. Begleitet wird traditionellerweise das Christbaumtauchen von den Lorenzer Waisenbläsern, die uns einstimmen werden und dann gemeinsam mit uns um kurz vor 18 Uhr hinuntergehen werden zum See. Die Fackeln erhellten den Weg und tauchten die kalte Winternacht in ein warmes Licht. Die ist jetzt schon bei der Hälfte. Am Ufer angekommen, erwartete die Menschen ein faszinierendes Schauspiel. Taucher in Neoprenanzügen begaben sich gemeinsam mit festlich geschmückten Christbäumen in die eisigen Fluten des Mondsees. Die Lichter der Bäume erleuchteten den dunklen See und schufen eine magische Kulisse, die die Zuschauer in Staunen versetzte. Kinder, voller Vorfreude und gespannt auf das nächste Highlight, warteten geduldig auf die Ankunft des Neptuns. Wer ruft nach mir? Hallo? Kinder? Was ist mit euch? Habt ihr nicht gerufen? Ja? Hallo Kinder, grüß euch! Strahlende Kinderaugen leuchteten auf, als der Neptun seine Geschenke zückte. Jedes Kind erhielt ein kleines Geschenk. Die Versammlung, das warme Licht der Christbäume und die beeindruckende Erscheinung des Neptuns vereinten sich zu einer unvergesslichen Nacht am Mondsee.